Die CDU-Bürgerschaftsfraktion ist also der Auffassung, unsere Landesverfassung ist ein hohes Gut. Und wir sollten sie nicht zu häufig, nicht aus jedem Anlass und nicht nur aus parteipolitischer Motivation heraus einer Änderung unterziehen. Und deswegen ist mein herzlicher Appell, lassen Sie uns in den nächsten Wochen über das reden, worüber wir heute nicht reden. Nämlich nicht über die verfahrensmäßigen Änderungen unserer Landesverfassung, sondern über die substanziellen Änderungen unserer Landesverfassung. Wollen wir die Verlängerung der Legislaturperiode? Wollen wir das Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung? Wollen wir die Hürden zur Volksgesetzgebung senken? Und wollen wir in Zukunft obligatorisch die Bevölkerung immer dann fragen, wenn wir die Änderung unserer Landesverfassung für geboten halten? Wir als CDU-Fraktion haben uns klar dazu positioniert und ich möchte Sie herzlich bitten und auffordern, bis zur nächsten Sitzung der bremischen Bürgerschaft auch an dieser Debatte teilzunehmen und sich nicht weiter aus koalitionsinternem Gezänk von dieser Debatte fernzuhalten. Vielen Dank.